Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Okay, wo sind wir denn hier? Separatisten. Stand da. Ich glaube nicht, dass das Separatisten sind. Doch. Das sind Separatisten. Oh mein Gott. Die sind lieb. Wie komme ich jetzt hier rein? Geile Gegend. Sie feiert das voll. Hier laufen überall Viecher rum. Sehen die das nicht? Ich muss nach unten, aber wie komme ich denn nach unten? Ah, hier. Okay, cool. Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Na toll. Ich würde es nochmal bereuen, mich hier zuvor zu finden. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Okay. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen.
Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Berserker sind uneins. Gesetzestreue und Rebellen im gleichen Lager. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Was hast du noch zu berichten? Boah. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Ich bin einigen deiner Leute in Nidan begegnet. Ja, ich hörte davon. Nizol und seine Männer standen unter Beobachtung. Ich weiß auch, was du getan hast. Nizol ist tot. Und ich habe stark den Verdacht, dass du etwas damit zu tun hattest. Leider kann ich es nicht beweisen, aber ich warne dich. Es wäre besser für dich, wenn so etwas in Zukunft nicht noch einmal passiert. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elexitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Und wenn das nicht funktioniert? Dann werdet ihr sterben. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende. Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elexitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Um die Kontrolle zu behalten, braucht ihr mehr Männer. Nur das Ergebnis zählt und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alp schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch? Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns.
Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Sollte ich jetzt... Mach mal eben einmal speichern. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt hier gerade passiert. Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Und schon wieder passiert was. Wie eine Rückblende oder eine Erinnerung oder irgendwas verändert sich. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Er ist unser Bruder. Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Und wenn schon, es ändert nichts an den Fakten. Es wird schwer, einen klaren Kopf zu behalten, wenn Rachegedanken dich übermannen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist,
könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Oh, ich habe natürlich alles schon gemacht. 3 Jahre vor der Exekution. Eigentlich praktisch, dass ich schon alles erledigt habe. Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein. Auch wenn es noch Jahre dauert. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie. Das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst mein Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Ein Elexitor verrät nicht seine eigene Kaste. Seine Loyalität gilt nur sich selbst. Das wirst du noch erkennen. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Nachvollziehbar. Wenn er mich erledigt, wäre das kein großer Verlust für euch. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst.
Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Okay. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elixitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Passus 2, Schlachtpläne. Okay. Ich würde gerne, wieder hier rein. Ich habe da nämlich noch was zu fragen. Die Konverter sollen schweigen. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xakor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Südabessa beginnen. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. So, hab ich erledigt. Hä? Hä? Hier war doch eine Wand, oder? Lass mich raten, ich bin Level 25. Juhu. Einmal hier hoch. Ich würde nämlich ganz gerne ein Erzberserker werden. Beeindruckende Hütte. Ich will über meine Ernenn mich zum Erzberserker. Nichts hält mich jetzt noch davon ab. Du hast dich wahrlich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht. Deine vorbildliche Unterstützung werde ich darum nicht unbelohnt lassen. Mit dem heutigen Tag stehst du im Rang eines Erzberserkers. Trage diesen Titel mit Stolz und zeig keine Gnade mit denen, die ihn beschmutzen wollen. Gehe zum Schmied und hol dir bei ihm deine neue Rüstung ab, denn heute beginnt für dich ein neues Leben. Du wirst keine Befehle mehr erhalten, außer es ist unumgänglich. Gehe raus aus der Stadt und zeige den Menschen den Weg der Berserker. Wir sind stolz auf dich. Ja. Unser Zorn sollte nicht geweckt werden. Cool. Gehen wir mal ganz schnell zum Schmiede. Wirklich? Du schleppst mich ins Lager der Berserker? Und du bist verlassen. Ich dachte, wir gehen vielleicht an einen romantischeren Ort nach Xakor zum Beispiel. Echt jetzt? Ist geil. Du bist also Erzberserker geworden. Gratuliere. Ich werde dir eine entsprechende Rüstung anfertigen. Aber
Ich warne dich. Das wird nicht billig. Ich ahne es schon. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Erzberserker-Helm brauche ich ja nicht. Erzberserker-Rüstung. 19.000. Okay. Okay. Das ist echt viel. Ganz ehrlich, ich werde jetzt hier mal einiges verkaufen. Das funktioniert nämlich alles gar nicht so, wie ich das irgendwie will. Na. Schwefelbrocken noch. Das war's erstmal. Nein! Handel zurücksetzen. Ich weiß, jetzt muss ich zwar wieder viel, aber ist mir jetzt egal. Kann ich das denn jetzt auch verkaufen? Ich weiß gar nicht, ob ich das verkaufen kann. So, mehr habe ich nicht. Ja, ich glaube schon. Da geht dir der Arsch auf Grund. Immer dieser Technikkram. Ja, ihr dürft mir gar nichts mehr sagen. Ich bin jetzt Erzberserker, ja. Ich habe eine neue Eruptionsspur eines potenziellen Elex-Vorkommens ausmachen können. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Ein schlimmer Krieg gegen die Alps steht uns bevor. Wir werden uns gut vorbereiten müssen. Okay, weiß ich Bescheid. Er hat mir eh nichts zu sagen. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Hä? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst,
Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Ha, schön, dass du ihn mal kennengelernt hast, aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Cool. Ein Sturm zieht auf. Er liegt förmlich schon in der Luft und er kommt aus dem Norden. Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Willkommen bei den Berserkern. Du wirst noch eine Menge Freunde bei uns haben. Danke. Oh, mein Gleiter ist da. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Kurz vor der Exekution. So langsam geht's aber richtig voran, ne? Auf einmal, die ganze Zeit hat sich das so hingezogen wie so ein Kaugummi. Und jetzt werden wir nur noch bombardiert. Zustandsbericht? Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Der Gleiter wurde von vornherein manipuliert. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab... Ja. Gucken wir uns mal unsere neuen Sachen direkt an, was wir noch zu tun haben. Das ist der Ignadon. Habe ich nur dieses Finger weg. Idan habe ich nur den Waldputz, Gefährten. Das ist da. Neue Erkenntnisse. Weiß ich nicht. Eine halbdefekte Blechdose. Wo soll das sein? Das ist auch weiter weg. Das ist da. Ach, da ist auch noch. Es ist ein Konverter hier. Hm, scheiße. Okay.
Konverter in Ignadon, den haben wir ja. Konverter in Südabessa. Okay. Der alte Mann, wo ist der? Der ist da. Und Geduld habe ich da noch. Okay. Ah, dann haben wir erstmal was. Aber Leute, ich muss mich verabschieden. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.